Verklärte Nacht aus Weib und Welt von Richard Dehmel, gelesen von Nepomuk Trikoutinus. Dies ist eine Tontuyot-Aufnahme. Alle Tontuyot-Aufnahmen stehen im öffentlichen Bereich. Zwei Menschen gehen durch kahlen, kalten Hain. Der Mond läuft mit, sie schauen hinein. Der Mond läuft über hohe Eichen. Kein Wölkchen trübt das Himmelslicht, in das die schwarzen Zacken reichen. Die Stimme eines Weibes spricht: Ich trage ein Kind und nicht von dir. Ich geh in Sünde neben dir. Ich hab mich schwer an mir vergangen, ich glaubte nicht mehr an ein Glück und hatte doch ein schwer Verlangen nach Lebensfrucht, nach Mutterglück und Pflicht, da hab ich mich erfrecht. Da ließ ich schaudernd mein Geschlecht von einem fremden Mann umfangen und hab mich noch dafür gesegnet. Nun hat das Leben sich gerecht, nun bin ich dir, oh dir, begegnet. Sie geht mit ungelenktem Schritt, sie schaut empor, der Mond läuft mit, ihr dunkler Blick ertrinkt in Licht, die Stimme eines Mannes spricht: Das Kind, das du empfangen hast, sei deiner Seele keine Last. O sieh, wie klar das Weltall schimmert, es ist ein Glanz um alles her, du treibst mit mir auf kaltem Meer, doch eine eigene Wärme flimmert von dir in mich, von mir in dich. Die wird das fremde Kind verklären. Du wirst es mir, von mir gebären. Du hast den Glanz in mich gebracht, du hast mich selbst zum Kind gemacht. Er fasst sie um die starken Hüften, ihr Atem mischt sich in den Lüften. Zwei Menschen gehen durch hohe, helle Nacht.